Hallo, wir sind hier in einer neuen Radarfolge in der Süderstraße 12a bei Ramona Records. Das Ganze hier heißt auch Kreativzentrum Hochwasserbazar. Und wir schauen gleich mal rein zu Martin, was er uns zu erzählen hat über das Plattenpressen und so fort. Reinkommen. Willkommen bei Ramona Records, Hamburgs einziges Schallplattenpresswerk. Wir machen aus diesem Zeug hier Schallplatten. Und zwar da hinten. Komm mit. Pressmeister Opitz, kannst du mal eben den Deckel aufmachen? Jo, hier, das kommt nämlich das hier, ne? Das kommt da rein. So. Und dann seht ihr, was wir so den ganzen Tag machen. Da kommt jetzt das Vinyl, wenn es hier durch unseren Extruder, unseren Vinylfleischwolf durchgequillt ist, kommt das hier oben als Presskuchen an. Und hier seht ihr, die beiden Pressplatten fahren zusammen. Bei 180 Grad wird das jetzt zusammengepresst hier. Das geht hier durch diese Dampfschläuche durch. Und hier in der Presse, da herrscht ein 200 Bar Hydraulikdruck, also ungefähr 40 Tonnen. Genau. Da kommt der nächste Kuchen. Da seht ihr, da wird das Vinyl zusammengequetscht hier. 10 Sekunden später schalte die Maschine um hier auf Kühlwasser. Dann wird das Plastik oder der Kunststoff in der Form wieder runtergekühlt. Und die Presse geht auf und die Platte ist fertig. Dann wird hier hinten nochmal schnell, das sieht man hier jetzt. Hier wird nochmal der Rand abgeschnitten von der Platte. Das ist der Quetschrand. Den recyceln wir hier direkt. Ja, und dann kommt die Platte in die Hülle und hier auf in diese Kühlkörbe rein. Zack. Und das machen wir so 1000 Mal am Tag. Und dann geht das raus in die ganze Welt. Genau, hier sieht man das nochmal ganz gut, ne? Da wird jetzt das Vinyl so in die Form gequetscht. Wir haben da oben und unten jeweils eine Pressmatrize. Oben ist die A-Seite, unten ist die B-Seite. Das sind wie Druckplatten, also Metallfolien, die nennen wir Stamper. Und die quetschen eben die Rille in das heiße Plastik rein. Bei uns ist Martin Sukale. Am Kreativzentrum Hochwasserbazar, so heißt das hier, oder? Ja, richtig. Ja. Hieß auch schon mal Kunstcampus, glaube ich, und alles Mögliche. Ja, es ist auch die Frage, kann man auch gleich stellen, so, warum machst du überhaupt was mit Musik so? Also so ein Strahl drauf? Musikalische Früherziehung, ne? Ja? Ja, sonderpädagogische Schule. Okay. Ich wurde schon in der ersten Klasse zur Blockflöte gezwungen. Und fand es dann geil. Kann ich immer noch übrigens auch. Ja. Ja, und fand ich so geil. Da habe ich gleich Cello angefangen. Aha. Klavier. Dann wollte ich unbedingt was Cooles machen. Das ging mit Cello dann nicht mehr. Dann musste ich in die Yamaha Musikschule. Und dann habe ich so Deepish Mode, so mit einer Hand den Akkord greifen und der anderen Hand so spielen. Ja, okay. In Farmsen, das war schön damals. Ja, so kam es wahrscheinlich, dass ich dann also bei der Musik geblieben bin. So. Und das ist auch wahrscheinlich dann halt durch die Leidenschaft bist du dann zum Plattenpresser zu Ramona Records geworden. Dann irgendwie. Ja, beziehungsweise also man muss halt mal das so sehen. Ich bin ja so ein Kind, das ist mit Schallplatte groß geworden. Ne? Also meine Mutter hat tatsächlich bei der Telnik gearbeitet. Das hat sie mir zwar nie gesagt. Und ich weiß auch nicht, ob meine Eltern so unendlich glücklich waren, dass ich mein Taschengeld irgendwie so für Platten ausgegeben habe. Also auch alles. Ne? Und, aber die sind im Prinzip schuld. Ne? Telnik nochmal zum... Das war in Frankfurt diese riesen... In Hamburg sogar. Ah, okay. Telnik ist Telefunken-Decker. Ja, okay. Also, und das ist, lass mich lügen, es ist ein Major gewesen, riesengroß. Das hatte hier in Hamburg seine Zentrale und hatte eigene Produktionsstätten. Okay. So, ne? Also eigene. Und die haben aber auch die Technik mitentwickelt. Ne? Also hier liegt das auf dem Tisch. Ne? Also wir kommen jetzt zu was ganz anderem, aber doch, die Telnik hat zum Beispiel das Direct Metal Mastering mitentwickelt. Okay. Und Telefunken ist sowieso. Ne? Also es ist ein
ist ja ein riesen Laden, so was so Musiktechnik oder überhaupt Rundfunktechnik und das alles angeht. Ne? Ja. Das hängt dann alles zusammen. Und also eigentlich genau. Bist du da schon so in der Familienlinie ein bisschen drin dann. Ja, genau. Meine Mutter, die hat dann irgendwie von der Teldic die Musterpressung. Die durften die Angestellten damals noch mit nach Hause nehmen. Das ja. Ist hier natürlich nicht so. Ne? Da wird da streng drauf geachtet, dass da keiner was mitnimmt. Nee, aber früher wurden dann eben sehr viele Musterplatten gepresst. Ne? Es gab ja eben nur dieses, als Promokanal gab es ja nur auch White-Label-Platten. Ja. So, und die wurden entwertet, diese Platten, dass sie nicht mehr in Handel kommen. Und die Angestellten konnten dann eben welche mitnehmen nach Hause. Das Problem war nur, dass meine Mutter keinen Plattenspieler hatte. Das war eben damals auch nicht so, so günstig irgendwie. Und sie ist dann zu meinem Vater gegangen. Also, und der hatte einen Plattenspieler, aber hatte dann nicht genug Geld für die Platten. So haben meine Eltern sich kennengelernt. Das heißt, ich bin eigentlich nur wegen der Platte überhaupt entstanden. Und, ja, geil. Ja, genau. Und da bin ich natürlich auch jetzt dankbar dafür. Ich weiß nicht, ob meine Eltern da so happy waren. Aber mittlerweile haben sie sich damit abgefunden, dass okay, ich also bei der Musik geblieben bin. Und wahrscheinlich hätte ich aber eigentlich Elektrotechnik studieren sollen. Und habe ich auch gemacht. Ja. Aber trotzdem da geblieben so. Du, das, was wir auch sehen, was du da zusammengestellt hast als Maschine so, das Ding hast du aufgebaut, irgendwo rausgekauft aus einer Konkursmasse und weiter gefrickelt und dass das halt immer stabil weiterläuft. Ja, genau. Also ich habe gar nicht hier in so einer Fabrik angefangen oder so. Ne? Also ja. Ich habe wirklich in der WG, so in der Schanze tatsächlich damals noch, als es noch zu bezahlen war, ja. Habe ich so eine Dubplate-Maschine gehabt. Das ist eigentlich so die Vorstufe zu dem, was wir hier dann machen. Da sind dann irgendwie DJs freitags zu mir gekommen und haben dann irgendwie auf CD damals noch oder auf Dat-Tape haben die mir so Tracks gegeben, ja. Die es noch nicht auf Platte gab. Und ich hatte mir so eine Maschine angeschafft, mit der man dann in so einen Schallplatten-Rohling, wie der hier so rumliegt, also sogenannte Dubplate oder auch Master genannt oder Lackfolie irgendwie, ja. Wenn man ganz korrekt ist. Dann, und da habe ich dann Rillen reingeritzt und die konnten dann direkt damit losziehen zu der Party und konnten das dann auflegen. Und so bin ich eigentlich da reingerutscht. Ne? Wir haben selber diese Partys auch gemacht. So, wir haben halt in der Flora halt irgendwie Soundsystems aufgebaut. Ja. Und das war eben so, ja, in jedem Club damals zu der Zeit, also ich sag jetzt mal so Mitte der 90er, bin ich so ein bisschen dazugekommen. So. Da waren dann andere schon cooler als ich, aber ich wollte dann auch mal so richtig schön da mitmachen. So. Und genau, und es ging halt hauptsächlich darum, dass man ja irgendwie Platten spielen konnte, die kein anderer oder keine andere vorher hatte schon. Ja. Also man hat ja im Plattenladen rumgelungert und hat darauf gewartet, dass da irgendwie das neue Paket kommt und dass irgendwie dann am besten auch noch so die Leute vom Plattenladen einem dann noch so das zurückgestellt haben, weil die wussten so, okay, der ist halt DJ und der legt das halt irgendwie dann und dann am Wochenende auf und ja. Der braucht halt irgendwie die neuesten Tracks ja. Oder die neuesten Pressungen dann eben. Genau, und die sozusagen die nächste Stufe ist dann halt, dass du deine eigenen Dubplates spielst, also dass du halt Platten spielen kannst, die noch gar nicht gepresst sind, also wo es erst diese Vorstufe gibt. Ja. Und das kommt eben so aus dieser Tradition der jamaikanischen Sound Systems. Also das, was wir so als kleine Kids irgendwie so versucht haben, so nachzumachen, so mit Kiffen und irgendwie Reggae und Dub und so. Ja. Das, diese Kultur haben wir im Prinzip nur geklaut, muss man ehrlicherweise sagen. Und die gab es eben wieder, ne? Mal wieder. So, ja. Ne? Wie, ne? Die kleinen Toastbrote haben dann irgendwie den schönen Sellout da irgendwie gepusht ja. Und genau, aber im Prinzip kommt das alles, so zumindest aus unserem Verständnis, dass es gibt natürlich verschiedene Wege, so wie sich jetzt so Medium auf der Welt verteilt hat. Ne? Aber also so wie ich dazu komme, ist es halt das Soundsystem auf Jamaica, wo dann halt irgendwie so ein riesen PA-Turm steht so. Und dann eben ein Plattenspieler so. Und auf diesem einen Plattenspieler werden dann eben diese Dubplates von dem Selector so gespielt. Und der DJ ist eigentlich derjenige, der so zwischen den Tracks oder zwischen diesen Platten, die dann Plates, die dann gespielt werden, irgendwie so eine Ansage macht. Ne? Also ja. So hier ist das allerneueste geilste Shit so und geht ab und tanzt. So, ne? Und das ist ja immer noch der MC jetzt, ne? Also ja. Im Hip-Hop oder so. Und das ist auch halt jetzt schon wieder ein Ding, was auch jetzt wieder ein Thema ist. Ich meine, du machst das einzige Plattenpresswerk in Hamburg, soweit ich weiß. Ja, soweit ich weiß. Vielleicht hat jemand noch irgendwo. Vielleicht hat jemand noch an der Maschine. Sollte sich mal bitte melden jetzt. Aber das ist ja, du sorgst hier für einen stabilen Output von vor allem vielen kleineren Bands, die gerade irgendwo am Durchstarten oder was auch immer machen sind. Aber du kannst dafür sorgen, dass sie hier direkt pressen können und dann, wenn sie wo spielen, Platten am Start haben. Genau.
keine Ahnung, ich glaube, in der ersten Folge war Al Twills da, die hat auch eine Platte mit dir gepresst. Erst, genau. Letztes Jahr dann so. Ja, zweite jetzt auch schon sogar. Zweite dann, und genau. Eine Single haben wir auch gemacht. Und alles ja. Das, ja. Also das heißt, ohne dich wäre hier in Hamburg kein Presswerk und dann hätten auch kleinere Bands, gut, die würden dann irgendwo in Polen, in Tschechien pressen oder sowas, aber du bist halt eine stabile Anlaufstelle und Verteiler hier. Ja, genau. Ja gut, also das ist eben aus dieser Kultur geboren. So, ne? Also ja. Das, ich hatte selber Bock, also eigentlich haben wir... Also eigentlich war immer die Idee, dass man halt eine Platte macht, die man so komplett selber produziert hat. Also wirklich so, ich hab den Track produziert, so, ich hab das gemastert, geschnitten und ich habe mich selber an die Maschine gestellt und es gepresst. Und jeder von diesen Schritten ist sozusagen nicht Fremdes stimmt, sondern komplett mache ich, das ist sozusagen der künstlerische Anspruch, das komplett selber zu machen. Also auch die gesamte Technik. Ja. So, und das habe ich nie geschafft mehr. Also es ist nicht passiert in den letzten 20 Jahren, dass ich einen Track von mir auf Platte gepresst habe. Also das hat leider nicht stattgefunden, aber dafür hat es wenigstens für andere Leute stattgefunden. So, ne? Also die haben dann nicht alles selber gemacht, aber die haben dann zumindest so, es ist zumindest so wenig hierarchisch und so wenig auch, ich sage jetzt mal so ganz blöd kapitalistisch verwertbar, so, dass es wirklich so dieser Uridee noch entspricht. Ne? Also da kommen wirklich eben Leute zu mir und sagen so, hey, hier, hör dir das mal an. Und ich sage so, ah, geil, lass mal machen. Und dann so, ja, wieso? Dann brauche ich nicht erstmal ein Label und dies und das. Und ich sage so, nee, wieso? Da ist hier so eine Maschine, da packen wir das Plastik rein, du hast es aufgenommen, jetzt muss ja nicht mehr weiter passieren. Wir machen die Rille da rein und dann los. Und dann können wir ja gucken, wen es interessiert. Ja. Ne? Also das ist das Schöne daran. Ne? Wenn du jetzt, das ist vor allem auch das Spannende, würde ich mal sagen, dass du halt, also wenn sowas nicht passiert, dann hast du ja, wie nennt man das, Mikronischen oder keine Ahnung, Microgenres, also ganz viele Sachen, die passieren, die auch wirklich spannend sind und relevant für aktuelle Musik, ist ja eigentlich, es entsteht in irgendwelchen Garagen, Proberäumen, irgendwo da draußen, wo keine Sau überhaupt was mitbekommt, erstmal so. Und naja, ist ja nicht dieser Mainstream, das Mainstream-Zeug, das im Radio läuft oder irgendwo, was die ganze Masse so kennt. Genau, also dieses Administrative fällt weg, aber auch irgendwie so diese Finanzierungsloops irgendwie so fallen halt weg. Ne? Also weil ja viel weniger Leute noch davon abhängig sind, damit noch Geld zu verdienen oder das irgendwie zu verwerten. Also, na, und das stimmt. Würde ich auch sagen, so, weil wir sind im Prinzip schon hier jetzt nicht die Erfinder, aber wir sind die Ersten, die diese 100er Auflagen gemacht haben. Ja. Oder sogar noch mal weniger. So, ne? Also das darf ich jetzt nicht sagen, weil dann kommen Leute und wollen 50 Platten haben. Ne? Aber also das würde dann so in diese Richtung Dubplate laufen. Das hat sich dann parallel dazu entwickelt, dass Leute eben so auf Plastikscheiben auch Rillen gemacht haben und man dann eben so 10er-Serien machen kann. Das ist ein bisschen was anderes. Aber wir haben immer gesagt, wir machen eine richtige Pressung. Und es ist egal, ob du 1000 machst irgendwie so und uns versprichst, dass du halt im Jahr halt mit 20 Produktionen kommst, sondern die haben immer gesagt, so, ja, wir haben Bock, auch diese 100er-Sache zu machen. Ja. Und also für uns ist es ja auch viel besser, ne? Ja. Also, weil wir machen dadurch viel mehr verschiedene Sachen so. Und jetzt mal so angenommen, wir würden an jeder Platte so eine fixe Summe X verdienen, das ist natürlich eigentlich lustiger, so halt irgendwie 10 verschiedene Sachen an einem Tag zu pressen, also 10 mal 100 Platten, anstatt halt irgendwie den ganzen Monat 10.000 Platten zu pressen. Und halt stumpf alles einzupacken und... Genau, das ist immer das Gleiche. So, ja. Ne? Das ist, also wie ist das, hast du dann so einen Roboterpark Park geplant, irgendwie zum Verpacken, so wie in den großen Presswerken in Tschechien steht? Oder? Ja, genau. Also in Tschechien oder Tschechische Republik, muss man sagen, gibt es eben keine Roboter. Also keine diese Eintaschautomaten sind das so. Die gibt es eigentlich schon lange so. Auch gab es auch früher bei diesem Equipment schon. Also es gibt Maschinen, wir haben auch eine hier stehen, die hatten einen Tascher dabei. Die sind aber, also heutzutage, es gibt Leute, die haben jetzt Roboter, die Eintaschen erfunden, auch auf den Markt gebracht. So. Ja. Aber es gibt eben Leute, die sind immer noch schneller per Hand. Also es geht um Sekunden. Du musst halt so eine Platte hier, also diesen einen Vorgang, ne? Also das ist dieser Vorgang ist das, ne? Gepresste Platte kommt von der Spindel und guck mal, ich kann das gar nicht. Jetzt habe ich schon geloost. Die muss halt so schnell hier rein, so, zack. So, hopps, und dann noch hier rein. Und dann noch muss das noch richtig rum. Ne? So, ich kann das gar nicht. Dann muss das passen auch, ja. So, und das darf nur 2 Sekunden dauern. Ja. Weil sonst kriegst du die 100.000 Platten, die du da in so einem Riesenwerk eben am Tag produzierst, nicht mehr eingetascht. Ja. Und das ist, also muss man sagen, in Ländern, also die Tschechische Republik ist ja sehr europäisch, würde ich jetzt mal behaupten. Und auch dort gibt es ja nicht mehr diese niedrig
Löhner, die wirklich noch Bock haben, jetzt da den ganzen Tag Platten einzupacken. Ja, ich wollte gerade fragen, für wie viel Euro die Stunde packst du denn dann in ein paar Sekunden die Platte für Platte ein? So, das sind ja wahrscheinlich auch nicht die Hochverdiener dann, die das machen. Nee, auf keinen Fall. Und Also das ist aber eben ein Problem von diesen großen Werken. So, die sind eigentlich darauf angewiesen, auf diese Low-Wage-People so. Und, und die müssen die auch quasi jetzt, die müssen die schon importieren quasi. Ne? Also die Erntehelfer sind die Plattenpacker. Also, und da wollen wir selbstverständlich nicht mal mitmachen. Denn, also klar, ich hätte wirklich gerne einen Roboter, der das macht. Aber dann habe ich noch eine Maschine, die kaputt gehen kann. Ach scheiße, oder die Roboter sind ja auch schnell beleidigt. Das muss man auch so sehen. Ne? Wenn man den Roboter nicht täglich... Gut behandelt, gut zuredet, ihm abends eine Geschichte vorliest, dann streikt er ja dann auch. Das kommt bei den Plattenpressen ist das auch so. Ja. Und wie ist das so, keine Ahnung, wenn wir jetzt in das Jahr jetzt schauen so, oder auch während Corona, Streaming-Plattformen kriegen ja eigentlich so, das ist ja eigentlich das Ding jetzt so, alle sind auf irgendwelchen Streaming-Dingern, die Leute, wo sich weniger Gedanken machen auf Spotify, die ein bisschen mehr vielleicht auf Bandcamp oder sowas und supporten auch die Artists und kaufen da den Stoff raus so. Und trotzdem ist ja dieser Tonträger, den wir hier sehen, den du machst, trotzdem immer noch ein relevantes Ding, dass Bands wirklich sagen, so, hey, wir bringen jetzt eine Single raus, wir bringen jetzt eine EP raus. Wir haben bei dir gesehen, das war eine 7-Inch-Pressmaschine so. Es gibt auch noch 10-Inch und 12-Inch. Genau. Da organisierst du auch, dass das über dich geht? Oder? Ja, genau. Also wenn du ein ganzes Album machen willst? So. Genau, also wir haben hier eben das Kernstück dieser Produktion ist unsere Mastering-Maschine. Ja. Die ist state of the art und die kann alle Formate. Also ne, ich kann hier ganz individuell einen Master annehmen, also hier von den Nachbarn zum Beispiel, was wir auch, also die ja auch bei euch in der Sendung sind dann oder auch bei euch spielen, wenn es wieder geht. Dann. Und da kann ich so ganz, ganz individuell darauf eingehen, zu sagen, so, ah cool, die kenne ich, ich nehme gerne das Master oder Hanseplatte zum Beispiel auch. Ne? Das ist alles so Sachen, da habe ich so ein Gespür dafür dann, und das nehme ich gerne und mache dann die 12 Zoll Masters auch. Ne? Also 7 Zoll, 10 Zoll, 12 Zoll Masters kann ich machen. Ich will jetzt gar nicht sagen, wie toll das alles ist, aber... Aber das ist das, was sich auch lohnt hier, weil das halt, das ist wirklich so ein, ja, ich sag jetzt mal so ein Handwerk und damit kann ich auch meine Existenz ein bisschen sichern. Aber wenn ich jetzt anfangen würde, das im großen Stil abzuformen und ne, wenn es darum gingen würde, so möglichst viel Plastik zu Scheiben umzuformen, ne, also wirklich viele Rillen in dieses PVC da reinzupressen, so, da würde ich verlieren gegen diese riesen Anlagen. Ne? Also ne, das ist selbst hier, wo die Miete jetzt ja glücklicherweise nicht so teuer ist, das ist immer noch teurer als sonst wo. Ne? Also was du schon angesprochen hattest, wo es überall Presswerke gibt, aber es sind eben. Das ist eben auf der grünen Wiese, das ist nicht in so einer, mitten in der Stadt oder so. Das kann sich sowieso keiner mehr leisten, mitten in der Stadt irgendwelche Sachen zu produzieren. Also, und schon gar nicht hier in Hamburg. So, und also, halt auch nicht nur bei Schallplatten, sondern das geht ja über das ganze Handwerk raus eigentlich. So, genau, also alles. Ja. Ne? Und also wenn man nicht so komplett digitalisiert ist, wie so eine Druckerei vielleicht, die das dann online macht oder so, dann hast du ja keine Chance. Also genau. Aber was man halt sagen muss, ist halt, und das da haben wir vielleicht vor 20 Jahren oft, oder auch noch viele andere auf das richtige... Es ist auch doof, ne? Auf das richtige Pferd gesetzt. Aber also es gibt die digitale Währung da draußen und das ist Content oder Bitcoin oder sowas in Art. Ja. Und dann gibt es jetzt scheinbar auch noch so eine Art analoge Währung, ne? Die also authentisch ist physikalisch haptisch, noch irgendwie einen Wert hat. So. Und da ist, muss man ja sagen, also diese Schallplatten, also die letzten 100 Jahren gemacht wurden oder 130, was weiß ich, die sind im Wert so krass gestiegen, dass das wirklich zu, ja, ich würde sagen, es ist eine analoge Währung geworden. So. Also eine analoge, das Tausch, das ist wie eine, man könnte so einen Aktienindex machen oder, ne, so ein, oder ein Index, nicht Aktien, aber ein Index für Schallplatten. Sammlung oder so. Plattenindex. Ne? Plattenindex. Ja. Ne? Also es gibt ja einen Oldtimer-Index zum Beispiel. Ne? Ja. Also da ist es ja erwiesen, dass der schneller im Wert steigt als der DAX. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass eine einigermaßen gut sortierte Plattensammlung oder eine einigermaßen musikalisch wertvolle Plattensammlung steigt schneller als der DAX. Und vor allem, wenn du nicht halt irgendwie die Hunderttausender Auflagen von Massen-Mainstream-Mucke kaufst, sondern vielleicht gerade so kleine, wo es halt nur ein paar gibt. Ja, also da haben viele Leute, glaube ich, Glück gehabt, dass sie halt irgendwie cooles Zeug gekauft haben und dass da jetzt vielleicht eine Platte dabei ist, die irgendwie dann mal $500 wert ist bei Discogs eben oder sonst wo und man dann
Ja, also dass sich das dann am Endeffekt mal auszahlt, dieses zu bescheidene Leben, wo man so jeden Cent dann irgendwie so einer Band irgendwie am Merchstand gibt. So. Ja. Und wenn dann eine von diesen Bands halt mal berühmt geworden ist, irgendwie im Laufe dieses ja, genau, dann hat man eben da mal einen Gewinn, also einen monetären oder finanziellen Gewinn gehabt. Also, aber das ist ja das, wo das hat zwar diesen Vinyl-Hype vielleicht ausgelöst und das ist das, warum jetzt größere Firmen jetzt auch in Vinyl investieren massiv. Ne, oder wo jetzt auch, oder beziehungsweise es gibt ja Firmen, die jetzt die Songrechte von irgendwelchen Stars abkaufen. Also das sind aber eher so Fonds, also ja. Das sind die Aktienfonds, die sagen, wir investieren jetzt halt nicht in Immobilien, sondern halt in Bob Dylan-Katalog. So. Oder, ja. Oder, ne, und genau, und da muss ich ja dann auch sagen, da halten wir uns ja bewusst dann davon fern. So, ne? Also ja. Selbst wenn es mal diesen Betriebsunfall gibt, dass irgendeiner von den Leuten, die hier mal eine Platte bestellt hat, berühmt wird, ne? Also was weiß ich, Lee Ford Mords oder so haben wir, glaube ich, mal irgendwie 2007 gepresst oder so. Mhm. Das ist natürlich schön, dass man dann Teil davon sein konnte, aber wir haben es nicht drauf angelegt oder ja. So. Ne? Aber das erklärt halt natürlich, warum viele Leute jetzt Platten auch wieder kaufen, so, weil sie einfach wissen, man hat die Gewissheit, das Ding, das wird halt jetzt nicht weniger werden, nur weil ich die Musik irgendwann nicht mehr mag, sondern dann kann ich das im Zweifelsfall eben auch noch wieder gut verkaufen, das ist eine ja. Geldanlage. Na, also das erklärt vielleicht, warum Leute bereit sind, so viel Geld dafür auszugeben. Auf das, der anderen Seite ist... Ja. Das ist ja insgesamt vielleicht auch eine gute Haltung zu sagen, so ja, scheiß drauf, ob das jetzt berühmt wird oder nicht. So, im Endeffekt geht es ja im Endeffekt wirklich darum, überhaupt das, was rauskommt, dass das, was Leute kreativ irgendwie zusammenschrauben an Musik und so, dass das erstmal rausgeht und dann kann er... Nicht der Markt, das klingt so scheiße, aber die Leute halt, die auf die Konzerte gehen und die das geil finden oder nicht, die entscheiden dann, ob die Platte steil geht oder nicht. So. Oder ja, genau. Die Band halt. Ja. Ja. Ja, ich will da eigentlich wieder dahin kommen. Ne? Also ja. Im Moment bin ich auch so von diesen ganzen Anfragen halt irgendwie total plattgewalzt. Also Vinylwalze hat mich einfach erwischt. Ja. So. Und ich musste mich dann hier auch irgendwie ein bisschen verstecken. So, ne? Beziehungsweise ich habe dann irgendwie angefangen, Fahrräder zu verticken und Kaffee zu kochen und, ja. und habe dann irgendwie gehofft, dass irgendwie... keiner mich findet, so, weil, also im Endeffekt ist es ja so, die Leute, die halt hier schon Platten gemacht haben, die ganzen letzten Jahre, auch bevor es diesen Hype gab, so, oder beziehungsweise es gab ihn vielleicht schon, aber es gibt ihn auch immer wieder. Und genau, aber ich weiß es, ich bin wichtig für diese Leute. Wenn ich jetzt sagen würde, so, nee, ich press nicht mehr für euch oder es dauert jetzt irgendwie 3 Monate, das ist eigentlich der Witz, also früher hat man immer gesagt, so, bei Martin, so, da brauchst du gar nicht fragen, das dauert 6 Monate irgendwie so. Und der ruft auch nie zurück und so. Und jetzt ist es eigentlich so ganz gut, dass das so ist, weil dann so kann ich halt irgendwie die Leute, die wirklich da jetzt von abhängig sind, dass wir sie beliefern. Ne? Und das sind ja nicht nur Leute hier aus der Stadt, sondern da haben wir Leute in Japan, in Helsinki, in London, in Spanien, in Italien, überall so. Das wollte ich vorhin auch sagen. Du bist ja nicht jetzt nur so ein kleiner Hamburger Presser irgendwie so, der da irgendwie Platten raushaut für Hamburger Bands. Du arbeitest ja schon, keine Ahnung. Ich bin ein Hamburger kleiner Presser, aber ein kleiner Stresser. Nee, aber ja. Ja, machst du alles, was kommt, also international. Nee, genau, ich mache eben nicht mehr alles, was kommt, aber ich mache für die Leute, die ich schon kenne, ja. Weil ich weiß, dass sie halt, was weiß ich, dann machen sie halt ihre, jetzt, ich weiß nicht, ich habe die erste Platte gemacht, ich mache jetzt aber auch die 100. Ja. Und es sind halt um diese Platten sind halt so kleine Gewerke entstanden oder so kleine Handelsgeschäfte oder auch eine Band, die dadurch halt irgendwie Möglichkeit hat, sich so ein bisschen zu finanzieren. Ne? Also, ja. Viele Leute machen das ja als Hobby so, aber denen ist das dann egal. Die nehmen das Geld, was sie irgendwie im Dayjob haben und investieren das in so eine Platte. Aber es gibt eben auch viele Leute, die haben sich damit was aufgebaut und die hängen tatsächlich an uns ein bisschen. Ja, ne? Also, klar. Weil die können nicht einfach das Presswerk wechseln. Die, ne? Das ist, erstens ist es teurer eventuell woanders und man fängt so wieder von vorne an. Es gibt ja dummerweise in der Industrie auch noch diese individuelle Preisgestaltung. Ne? Also ne, wenn du irgendwo anfragst irgendwie und dann kannst du halt Pech haben, dass du halt, du bezahlst einfach irgendwie 5-mal so viel wie jemand anders. Ja. Ne? Also, und ne, weil du musst erstmal so eine Beziehung aufbauen, dass jemand sagt, so, okay, da kriegst du mal ein bisschen Mengenrabatt oder... Ja, weil du bist und so. Genau, ja. und das wollte ich nie machen. Also ich habe immer gedacht, es gibt einen Preis, der gilt für alle, ob du jetzt mein bester Kumpel bist oder ob du eben aus Japan kommst oder so. Ja. Genau, und um das zu halten, also dass ich auch wirklich ehrlich sagen kann, so nee, es gibt halt nur einen Preis. Ich mache nicht noch da Rabatt für den, weil er so ein geiles, weil er so einen tollen Jahresumsatz hat oder so, sondern ich sage halt so, nee, ich mache das, aber dafür muss ich jetzt leider das exklusiv halten. So, ne? Also weil sonst
mache ich das für die Leute, die eigentlich cool sind, wieder kaputt. Würdest du denn sagen, soll sich bei dir bitte niemand melden zum Plattenpressen, weil du bitte schon nicht. Nein, bitte nicht. Weil du schon genug hast, so. Nein, nein, das ist arrogant. Also, ja. Aber also ich freue mich tatsächlich, wenn Leute bei mir eine Platte machen wollen, weil sie halt wirklich irgendwie ein Projekt am Start haben und irgendwie auch merken, so fuck, so da draußen in diesem Haifischbecken Musikindustrie, so da werden wir halt nichts. Dann, ja. Dann bin ich total froh, wenn ich da irgendwie also auch ein bisschen was dazu dieser Kultur beitragen kann. So, ne? Also auch wenn das nur, also inhaltlich kann ich überhaupt nichts dazu beitragen, ja. Also außer Blockflöte vielleicht. Wenn ich mal irgendwo Blockflöte spielen darf, dann presse ich sofort die Platte. Ja. Das ist doch billiger. Nee, ich weiß nicht. Also weißt du, so das ist so, ah. Ja. Ich würde gerne für ganz viele tolle Bands, die es hier gibt, Platten machen, aber wenn man zu viele Aufträge annimmt, dann kommt man in diesen Teufelskreislauf, ja, immer mehr produzieren, neue Maschinen dazustellen, noch mehr Leute einstellen, ne, und dann irgendwann hängst du da drin, ja. Hast du Burnout und dann... Ne. Es ist auch was Ähnliches, wie wir arbeiten im Endeffekt. Ne? Wir haben ja auch eine Bühne für sehr viele Artists, die vielleicht sonst nicht unterkommen, entweder größenmäßig oder auch von der Nische der Musik, die sie bedienen so. Und ja klar, wir machen auch 250 Produktionen im Jahr, wenn gerade nicht mal Corona ist, so, also durch Konzert produzierte. Ja, jeder Werktag ist... Genau, das machen Leute, die halt auch teilweise, manche verdienen ein bisschen Geld damit, manche gar nicht, aber eigentlich niemand genug. So, also es kann jetzt niemand davon irgendwo sein Einfamilienhaus am Stadtrand bauen oder so und will wahrscheinlich auch niemand, ist aber auch egal. Und so musst du wahrscheinlich dann auch gucken, wie es für dich cool auskommt. Ja. Aber ich danke dir auf jeden Fall für das echt aufschlussreiche Gespräch. Ich habe dir hier noch ein Stubnitzbier mitgebracht für einen Feierabend. Ja. Oh, danke, danke. Kannst du haben. Selbst gebraut natürlich. Alles nicht selbst gebraut, aber in Wilhelmsburg. Ah ja, ja, cool. Also auch quasi ein heimisches Produkt, so gesehen. Ja. Und ja, sehr schön, vielen Dank für die Nummer hier. Einiges gelernt. Viel Erfolg beim Weiter und viel Spaß beim Weitermachen. Ja, ja. Danke. Dann hoffen wir mal. Danke. Wow.